74. Und auch hier sehen wir, dass die letzte Pina der Viyut, und zwar Viyut der Pina Bet, die Massach war, vollständig verschwand und nur die Rishimot in Itlapshut zurückblieben. So blieb außer Pina Aleph nichts von der Viyut zurück. Dementsprechend empfing der Massach im Rosh des Sack zwei Arten von Sivogim. Erstens, Itkalilut, die Aufnahme der Pina Aleph, der Viyut in Pina Bet, der Itlapshut, die Einkleidung genannt, Itkalilut, der weiblichen Rishimo, in die männliche Rishimo, erzeugte eine Stufe nahe der Stufe von Bina, welche das Niveau von Wak der Bina hat. Sphirakette der Nikodemo. Zweitens, aus der Itkalelut der männlichen Rishimo in die weibliche Rishimo, der Rishimo der Pina Bet, der Itlapshut, im Finalef der Viyut, kam die Stufe von Serapen hervor, die als Wak ohne Rosh gilt und aber wie immer der Nikodim Rücken an Rücken genannt. Und diese zwei Stufen nennt man Garde Nikodim. Das heißt, sie gelten als die 10 Sphirot der Rosh der Nikodim, da jeder Rosh mit dem Namen Gar oder Kachab genannt. Aber zwischen den beiden besteht ein Unterschied. Keter der Nikodim, welche die männliche Stufe ist, breitet sich nicht auf den Guf aus, sondern scheint nur im Rosh. Lediglich aber wie immer die Nikodim, welche die weibliche Stufe darstellen, breiten sich in den Guf aus, genannt 7 untere Sphirot der Nikodim.